Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute kommt der erste Teil des Lesebüchermonats vom Juli 2024. Ja, wir sind schon im August. Mein Urlaub liegt hinter mir und ich war im Urlaub sehr entspannt unterwegs, habe auch den Leseflow sehr, sehr, sehr genossen und habe 16 Bücher gelesen. Und ich hatte erst überlegt, tatsächlich so ein bisschen eine Bücherwoche wieder einzuführen, mit jedem Samstag ein kürzeres Video. Dann habe ich euch auch auf Instagram gefragt, findet ihr unten in der Infobox, ja, habe ich euch meinen Instagram-Account verlinkt. Und es war dann relativ eng zwischen einem XXL-Video und einer Aufteilung von 2-3 Videos. Und dann dachte ich, okay, ein XXL-Video zu schneiden, kriege ich gefühlt einfach nicht hin. Da fehlt mir tatsächlich dann auch ein bisschen die Geduld, wenn ich irgendwie ein 2-Stunden-Video am Stück irgendwie mehr oder weniger schneiden müsste. Und ich dachte, okay, wir machen es einfach so wie in den letzten Monaten und teilen den Büchermonat in 2 Teile auf. Das heißt, ihr seht die ersten 8 Bücher des Monats Juli heute hier. Und die nächsten dann in der nächsten Woche kommen dann die anderen 8 Bücher sozusagen zur Sprache. Also abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, damit ihr dann auch das nächste Video nicht verpasst. Ja, es war vom Lesen her der seitenstärkste Monat. Allerdings buchtechnisch war ich, glaube ich, im Januar sogar mit 1 oder 2 Büchern noch ein bisschen stärker. Aber seitenstark mit über 5000 Seiten war es auf jeden Fall jetzt im Juli, was definitiv auch an meinem Urlaub lag, wo es einfach wunderschön ist, wenn man früh 3-4 Stunden wandern geht und dann eben nachmittags irgendwie auf dem Balkon im Garten liegt und irgendwie 3 Stunden so in den Leseflow kommt und man so richtig merkt, okay, man muss nicht auf die Uhr gucken, man hat nicht irgendwie groß alltagstechnisch was zu tun und das tat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. 16 Bücher teilen sich mit 8 haptischen Büchern, 4 E-Books und 4 Hörbüchern und runtergebrochen sind wir bei durchschnittlich 176 Seiten am Tag. Ich glaube aber schon, dass die 2 Wochen im Juli, wo ich Urlaub hatte, mehr an die 200 Seiten am Tag kam, während die ersten 2 Juliwochen, glaube ich, definitiv noch ein bisschen darunter lagen, weil natürlich auch gerade vor dem Urlaub auch in der Arbeit noch ein bisschen was los ist. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, mehr zu lesen im Juli als einziehen zu lassen. Meine Neuzugänge habt ihr ja bereits gesehen. Wenn nicht, schaut da auch super gerne mal vorbei. Und ich muss sagen, auch wenn hier der Durchschnitt der Sterne bei 3,7, glaube ich, jetzt gelegen hat, ich habe so ein bisschen meinen Struggle mit diesen klassischen guten Büchern. Und jetzt sind gute Bücher gar nicht schlecht, aber es waren doch einige 3-Sterne-Bücher dabei. Es war ein Abbruchbuch dabei und auch ein paar 4-Sterne, aber mir fehlen so ein bisschen die Highlights, denn ich hatte von den 16 Büchern tatsächlich nur 2 Highlight-Bücher. Und irgendwie finde ich auch gute Bücher zwar gut, aber mir fehlt manchmal so das Besondere. Aber gut, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es euch damit so ein bisschen geht, ob ihr manchmal auch genervt seid von den nur guten Büchern. Und ich mir immer denke, ach Mensch, eigentlich erwartet man ja von jedem Buch schon so ein bisschen, dass es ein Highlight wird. Ich glaube aber schon, dass es oft auch daran liegt, dass man, glaube ich, anfänglich durchaus ein bisschen euphorischer bei manchen Büchern ist, wenn sie vielleicht gerade neu erscheinen. Vielleicht müsste man tatsächlich mehr so die ersten Rezensionen abwarten. Aber gut. Ja, ich war im Juli und auch während des Urlaubs ein bisschen fleißig, habe ein paar Videoschnipsel auf jeden Fall schon mitgeschnitten. Die werde ich jetzt hier einfügen. Ihr seht jetzt also die ersten 8 Bücher. Ihr findet diese unten auch mit Zeitstempeln in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Wenn euch da was zu einem Buch interessiert, habe ich einen Thalia Affiliate Link. Wenn ihr da draufklickt und irgendwas bestellen solltet, ja, bekomme ich eine kleine Provision. Euch kostet es nicht mehr, aber schaut euch da gerne um. Ich kennzeichne da auch immer, was meine Rezensionsexemplare des Monats sozusagen waren. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den ersten 8 Büchern und lasst es euch gut gehen. Ich bin mit einem Thriller in den Monat gestartet und zwar mit Fuse von Marc-Uwe Kling. Ich habe am letzten Wochenende im Juni ein Interview von ihm gesehen, zusammen mit Sebastian Fitzek. Und dieses Interview der beiden hat mich auf beide Thriller aufmerksam gemacht und wirklich Spannung erzeugt. Der Thriller von Marc-Uwe Kling ist schon da. Der neue Thriller von Fitzek kommt dann im Herbst. Und tatsächlich muss ich sagen, auch den finde ich diesmal super, super spannend. Und vielleicht wird das nach 3-4 Jahren ja wirklich wieder mal ein Fitzek, den ich dann auch lese. Ja, ich war damals ein großer Fan von Quality Land. Ich mochte Teil 1 unglaublich gerne. Ich fand auch Teil 2 noch richtig gut und habe tatsächlich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass es einen Thriller von Marc-Uwe Kling gibt. Und umso gespannter war ich
jetzt natürlich auf dieses Buch. Es soll auch einen dritten Teil zu Quality Land geben, was ich sehr cool fände. Und ja, so habe ich jetzt sozusagen die Zeit zwischen Band 2 und 3 mit diesem Thriller verbracht. Ich habe ihn als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Das Hörbuch ist direkt auch von Marc-Uwe Kling selbst gesprochen. Und ja, ich war einfach super neugierig, weil ich das Cover schon sehr, sehr, sehr cool gewählt finde. Und ich fand auch spannend die Teile, die er bei diesem Interview eben auch vorgelesen hat. Ja, wir begleiten in diesem Buch eine BKA-Kommissarin, Yasira. Ja, ich habe es ja immer nicht so mit Namen, ne? Und sie ist am Anfang der Geschichte bei einem Date. Sie hat ein Blind Date, seitdem sie im Grunde von ihrem Mann auch geschieden ist. Sie hat eine Tochter, die im Teenie-Alter ist und ja, das Gespräch kommt so ein bisschen ins Stocken und dann schaut sich ihr Date, der Stefan heißt, auch noch ein Video an, was gerade viral geht, und in diesem Video ist die verschwundene 16-jährige Lena zu sehen. Und das Video ist definitiv nicht jugendfrei, es ist sehr verstörend und beide merken, dass dieses Video sie nicht nur verstört und das Date im Grunde beendet, sondern dass dieses Video einen sehr, sehr tiefen Graben in die Bevölkerung, in die Gesellschaft brechen könnte. Denn wir sehen auf diesem Bild im Grunde Lena als deutsches junges Mädchen, das eben von 3 bis 4 ausländisch anmutenden jungen Männern vergewaltigt wird. Und man spürt recht schnell, dass die Gesellschaft tatsächlich hier umswitcht, dass sich rechtsradikale Gruppen dieses Video nehmen, um eben gegen die geflüchteten Menschen zu hetzen, und dass eben auch Yasira mit dem etwas Migrationshintergrund hier es eben auch nicht einfach hat und von beiden Seiten eigentlich angegriffen wird, sowohl von den Menschen ihres Ursprungs sozusagen, wegen, dass man sagt, okay, wieso löst du diesen Fall nicht und das kannst du doch nicht so stehen lassen. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, du bist doch eine Frau, du musst da mitfühlen, du musst das ganz schnell erledigen. Und dann gibt es aber natürlich auch die rechtsradikale Gruppe, die sagt, ja, wie kann man denn so einer diesen Fall anvertrauen? Doch, es gibt so ein paar Spuren, was hat es mit der Entführung auf sich, was hat es mit dem Video auf sich, und man merkt auch recht schnell, dass Eigenjustiz ein Thema ist und eben auch, wie sich Yasira zusammen mit ihrer Tochter irgendwie Angriffen gegenüber schützen kann und möchte. Und es ergibt eben sich so ein Chaos, was so ein bisschen gelöst werden soll. Es war ein wahnsinnig spannender Thriller. Er war sehr kurz mit knapp 270 Seiten. Ich glaube, er hatte nur knapp 5,5 Hörstunden, aber diese 270 Seiten hatten es für mich wirklich in sich. Es war wahnsinnig spannend, es hat mich mitgerissen. Ich habe das in 2 Stücken sozusagen weggehört. Denn ich finde, der Stil von Marc-Uwe Kling ist sehr einfach. Er ist sehr schnell erzählt, er hat kurze Kapitel und man kommt wahnsinnig schnell durch die Geschichte durch. Man merkt, wie alles so ein bisschen auf einen einprescht und mitreißt und mitnimmt, wie Yasira im Grunde auch agiert. Wir sind hier sehr, sehr nah an unserer Protagonistin dran. Wir spüren die Einflechtung der aktuellen Themen, wie zum Beispiel Fake News, künstliche Intelligenz, auch die Spaltung der Gesellschaft, wie eben solche Fälle auch hergenommen werden, um da eben so einen Spot der Medien drauf zu lenken. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Ich mochte die Stimmung. Ich fand, sie war wirklich sehr angespannt, sie war sehr düster und es hat mich wirklich so manchen Nerv gekostet. Ich habe wirklich oftmals gemerkt, wie so der Atem stockt und ich mich wirklich gefragt habe, ja, wie unsere Gesellschaft eigentlich dazu gekommen ist, dass das hier gar nicht so weit weg ist, dass das keine Science Fiction ist, sondern wirklich ja im Grunde auch zum Teil unser Alltag ist. Ich hatte auch an wenigen Stellen, aber trotzdem auch Beklemmung, wo ich wirklich dachte, es ist all das möglich. Es kann so sein und es ist wahrscheinlich zu teilen auch so, was hier eben gezeigt wird und dass der Alltag an manchen Orten und in manchen Fällen wahrscheinlich genau schon das ist, was wir hier von Yasira im Grunde erzählt bekommen. Ich fand, dass die Charaktere nicht unbedingt bildhaft beschrieben wurden. Das hat er auch in dem Interview so ein bisschen erzählt, dass er eben Szenen schreibt und wir eben doch direkt ein Bild bekommen. Und das fand ich tatsächlich sehr gelungen, denn ohne dass mir jemand eigentlich beschreibt, wie Yasira aussieht, sondern nur wie sie agiert, wie man sie sich vorstellen kann, hatte ich ein Bild vor Augen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt.
gestellt. Aber ich fand es gut, dass das so ein bisschen außen vor gelassen wurde und dass der Film im eigenen Kopf gelaufen ist. Und ich fand, dass tatsächlich Yasira besonders gelungen war als Polizistin, die eben auch Mutter ist, die Frau ist, die versucht irgendwie ihr Leben, das Leben ihrer Tochter, das Leben der Vermissten, das irgendwie so unter den Hut zu bekommen und dass ich das wirklich sehr, sehr gelungen fand. Ich mochte auch, wie man spürt, dass Rassismus allgegenwärtig ist, dass es so kleine Einschübe manchmal sind, manchmal auch größere, dass so Alltagsrassismus auch ein Thema ist, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs zu sein. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Was mich so ein bisschen gestört hat, war dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Denn kein Mensch ist nur gut oder böse, sondern wir befinden uns alle irgendwie in diesem gräulichen Mittelfeld. Und ich glaube, das hätte ich mir einfach so ein bisschen getrennter sozusagen tatsächlich gewünscht. Am Ende, oder besser gesagt, das Ende wird wahrscheinlich nicht allen gefallen. Ich mochte es wahnsinnig gerne, denn das Leben endet eben ja erst mit dem Tod. Und nur weil eine Geschichte endet, heißt es ja nicht, dass der Abschnitt endet, das Leben endet, die Geschichte endet. Also wenn ihr versteht, wie ich meine. Ich mochte es wahnsinnig gerne und ich konnte damit, also ich fand es tatsächlich sehr realistisch und sehr gut gemacht. Die Stimme, und das möchte ich noch kurz sagen, von Marc-Uwe Kling hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat den Thriller packend vorgelesen und mir hat es wirklich Spaß gemacht, ihm und seiner Stimme zu lauschen. Da ich ja vorher eben auch dieses Interview mir angehört hatte mit ihm und Sebastian Fitzek und jeder stellt ja da dem anderen auch Fragen. Also es war richtig cool gemacht, hat Spaß gemacht, sich anzugucken und dann auch diesen Thriller zu genießen, der mir richtig, richtig gut gefallen hat, der wirklich spannend war und der auch einfach so durch diese einfache Sprache und trotzdem packend mitreißend und spannend hier wirklich etwas ganz Cooles gemacht hat. Also von daher wirkliche Thriller-Empfehlung. Irgendwie wird das scheinbar jetzt mein Thriller-Jahr in diesem Jahr. Ich glaube, so viele Thriller habe ich in den letzten 3-4 Jahren gefühlt gesamt nicht gelesen. Aber es freut mich, dass mich so diese packenden Dinge doch noch mitnehmen können und mich mitreißen können, mich gut unterhalten. Und das ist mit Views Marc-Uwe Kling auf jeden Fall gelungen. Kommen wir zu einer Enttäuschung, und zwar A Tempest of Tea von Hafsay Faisal. Ein Buch, das mir optisch wahnsinnig gut gefallen hat, so gut, dass ich mir die Bücherbüchse-Ausgabe geholt habe. Ein Buch, was auch unter dem Schutzumschlag wirklich traumhaft aussieht. Aber leider ein Buch, was ich nach knapp 150 Seiten, ich habe glaube ich noch die schöne Deckkarte drin, knapp 150 Seiten und ist diese Katze nicht schön, die bleibt auf jeden Fall, ich nach 150 Seiten abgebrochen habe. Und mir tut das besonders weh, wenn ich ein Highlight vermute, mir sogar eine Special-Ausgabe hole und es mich dann doch so, im Grunde enttäuscht. Es ist der Auftakt einer Dilogie, ich glaube der zweite Teil ist für Februar auch schon angekündigt. Und mir tut es eigentlich besonders leid um diese schöne Ausgabe. Mal gucken, was ich mit der Ausgabe mache, weil ich ja eigentlich keine Bücher aufhebe, die eben nur schön sind, sondern sie sollten eigentlich auch ein Highlight sein. Wir sind hier in diesem Büchlein in einem besonderen Teehaus, welches die besten und feinschmeckendsten den Tee serviert. Und das Teehaus in White Roaring befinden wir uns, wird von Arthi, Casimir und Jin geführt. Doch das Teehaus bietet nicht nur leckeren Tee unter Tage an, sondern ist auch nachts exklusiv für Vampire geöffnet und dort wird dann eben allerhand anderes Köstliches serviert. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, was Vampire besonders schmackhaft finden. Doch, obwohl nachts im Grunde nur Vampire Zutritt haben, ahnen so die Reichen und Mächtigen dieses Reiches, dass doch da irgendetwas vor sich geht. So kommt es immer mal wieder zu Razzien in diesem Teehaus und einer der Mächtigen möchte nun auch die Schließung des Teehauses und so muss Arthi zusammen mit Jin und auch anderen besonderen Charakteren ein besonderes Buch finden. Und das führt sie so ein bisschen in die Tiefen, Verschwörungen der Menschen und Vampire, der Mächtigen und Reichen ein und eigentlich hätte das tatsächlich ganz spannend sein können. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin mit dem Schreibstil überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich fand es wahnsinnig langweilig, ich fand
dass überhaupt keine Spannung aufgekommen ist in diesen 150 Seiten. Ich fand es irgendwie holprig, ich fand es irgendwie merkwürdig, auf was der Fokus gelegt wurde. Es ist keine Nähe zu den Charakteren erstellt, obwohl die zum Teil wirklich tragische Geschichten haben. Auch die Atmosphäre konnte mich nicht einfangen, ich konnte dieses Teehaus nicht vor mir sehen. Es wirkte natürlich schon irgendwie düster, aber dafür, dass da Vampire am Werk sind und dass es Geheimnisse gibt und es war alles nicht so wirklich überraschend und auch überhaupt nicht bedrohlich und es war, ja, es gab wechselnde Perspektiven, die zwar an der Überschrift erkennbar waren, aber in der Tonalität, in den Gedanken überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise sich unterschieden haben, obwohl wir hier zwei unterschiedliche Charaktere haben, die auch vom Alter und ihrer Herkunft unterschiedlich sind und alle denken gleich und sprechen gleich und mich würde wirklich mal interessieren, ob das andere auch stört. Also ich habe das Gefühl, dass ich das nie in anderen Rezensionen lese oder höre und dass ich da aber doch irgendwie so einen Fokus darauf habe, wahrscheinlich einfach, weil ich auch gute Beispiele habe, wo das mit den verschiedenen Perspektiven geklappt hat. Und mich stört das, dass wenn ein junger Mann und eine etwas ältere Frau, also älter im Sinne von 5, 6 Jahre älter, dass die einfach gleich sprechen, dass die gleich denken, die gleichen Ziele haben. Und natürlich kann ich als Gang, als Familie, als Crew irgendwie das gleiche Ziel haben, aber ich nehme das doch anders wahr. Ich habe eine andere Motivation, andere Gedanken, Gefühle. Ich denke anders, ich spreche anders oder erwarte ich da einfach zu viel? Also schreibt es mir super gerne mal in die Kommentare, ob euch dieser Sprech wichtig ist, wenn ihr zwei oder mehr Charaktere habt. Also ich weiß irgendwie nicht, ach, das würde mich wirklich interessieren. Und es gab dann auch noch einen weiteren Charakter oder sogar zwei, die dann eben auch eine Stimme erhielten. Und die wurden aber gefühlt auch nur wenig erklärt und eingeführt. Und auch die Beziehungen waren nicht so richtig klar. Und ja, obwohl wir mitten in der Geschichte starten, kam irgendwie überhaupt keine Spannung auf. Man wusste gar nicht, was soll man jetzt mit diesen Informationen. Ich fand auch, dass Dinge beschrieben wurden, die ich gar nicht spannend fand, die auch gar nicht zur Geschichte beitrugen. Aber Dinge, die dann irgendwie hätten die Spannung erzeugt, die irgendwie mich mitgerissen hätten, das hat dann irgendwie gefehlt. Es hat auch ein roter Faden gefehlt. Die Motivationen waren wenig erklärt und auch gar nicht nachvollziehbar. Und auch das Worldbuilding, also irgendwie konnte ich mir diese Straße nicht vorstellen, diese Stadt. Das mit den Mächtigen, das war vielleicht noch einigermaßen erklärt. Ja, also es war auf den ersten 150 Seiten nicht meine Welt. Es gibt einen Vergleich, der mich, glaube ich, auch so ein bisschen bekommen hat. Und zwar, dass es so ein bisschen an das Lied der Krähen erinnern soll. Und dass ich das überhaupt nicht unterschreiben kann. Also Bardugo hat einen ganz anderen Schreibstil, hat eine ganz andere Crew, eine ganz andere Geschichte, hat andere Motivationen dahinter bekommen, viel mehr Charme und Raffinesse und, das muss ich wirklich bei Leigh Bardugo sagen, hat sie es geschafft, dass ihre Charaktere sich sprachlich, stimmlich einfach voneinander absetzen. Und das hat mir hier zur Gänze gefehlt, zumindest im ersten Drittel. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass mich diese Geschichte begeistert und unterhält, aber ja, das war leider nichts. Das dritte Buch war dann Schlaflos in Manhattan von Sarah Morgan. Ein Buch, das ich tatsächlich schon fast 2 Jahre auf dem Sub habe, war einst eine Empfehlung einer lieben Freundin. Und ich hatte jetzt halt so Lust auf was Leichtes nach dem Thriller und dem Fantasy-Flop. Dachte ich, ziehen wir uns mal nach Manhattan zurück. Ich möchte da jetzt auch wieder ein bisschen so in die Sommerbücher reinkommen und habe dann zu Schlaflos in Manhattan gegriffen. Ist der Auftakt einer 6-teiligen Reihe. From Manhattan in Love oder With Love ist, glaube ich, der Obertitel. Und ja, ich habe hier die Taschenbuchausgabe, die ich jetzt einfach mal dran war und manchmal muss man sich ja auch alten Subbüchern widmen. Ja, wir begleiten in dieser Geschichte Paige und ihre Freundinnen, die eigentlich mit einer Beförderung gerechnet hatte, dann aber die Kündigung bekommen hat und irgendwie muss das Leben aber weitergehen und zusammen mit ihren Freundinnen macht sie mitten in Manhattan eine Firma auf und sie bekommt auch ein bisschen Unterstützung von ihrem Bruder und auch dessen Freund, mit dem es so ein bisschen auch einen Vorfall gegeben hat. Es wird so ein bisschen geflirtet, es wird dieses Unternehmen aufgebaut. Wir sind mitten im Sommer, wir sind mitten in Manhattan und wir begleiten eben Paige, ihre Freundinnen, bei diesem Auftakt sozusagen ihrer Firma, welche Kunden sie so ein bisschen trifft, was da so die Ansprüche sind, wo ihr Weg so ein bisschen hingehen soll. Und natürlich haben wir hier nicht nur die Freundinnen-Geschichte, sondern auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Es war für mich schon ein Sommerbuch, was wirklich Lust auf den Sommer gemacht hat, auf Manhattan gemacht hat. Es war leicht, es war locker, es war sommerlich. Ich bin zügig durch die Seiten geflogen und ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Also Sarah Morgan hat einen besonderen Stil, der mir in diesem etwas leichteren Genre definitiv gut gefallen hat. Ich mochte die beiden unterschiedlichen Erzählstränge sehr gerne, sowohl die Sicht von Paige als auch die von Jake, die sehr gut gewählt waren, wenn auch ein bisschen zu wenig differenziert.
Sagt mir gerne, ob ihr das auch irgendwie euch vorstellt, dass eben ein Mann anders klingt als eine Frau. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht nehme ich das auch einfach viel zu ernst. Vielleicht muss ich mich da manchmal einfach so ein bisschen berieseln lassen. Aber gut, ich mochte die beiden sehr gerne. Ich mochte die Gefühlswelt von beiden. Ich fand es toll, dass wir da mitfiebern konnten, mitgehen konnten, dass wir das erfahren haben, dass wir sehr intensiv auch so in den Gedanken und Gefühlen dabei waren. Und ich fand es auch schön, wie diese aufbauende Love Story so ein bisschen erzählt wurde. Die Dialoge hätten für meinen Geschmack so eine Spur authentischer, echter sein können. Sie wirkten manchmal ein bisschen holzig und holprig. Also ich hatte das Gefühl, so unterhält sich einfach keiner im wahren Leben. Und das hat mich ein bisschen gestört. Aber das ist ja wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt. Besonders gelungen fand ich Manhattan und all die Orte, die wir eben in der Geschichte gezeigt bekommen, die bildhaft erzählt wurden, die uns diese Stimmung, dieses Gefühl und eben auch die Orte, also das einfach, ja, so viel Liebe zum Detail, das fand ich richtig gut gemacht. Manchmal tat sich so die ein oder andere Länge auf, beziehungsweise passiert manchmal in so 20 Seiten nicht wirklich viel. Man dreht sich so ein bisschen im Kreis, aber dennoch hat mir die Geschichte gut gefallen. Ich merke halt immer wieder, dass für mich so Wohlfühl-Liebesgeschichten für mich eher als Hörbuch funktionieren. Ich glaube, dann wären mir diese Längen auch gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, dass mir manchmal diese Geschichten einfach zu leicht sind und ach, man am Ende ja doch weiß, wo es irgendwie hinführt. Und wenn mich der Weg nicht komplett überzeugt, ich es manchmal einfach nur so okay finde. Und eigentlich habe ich gar keine Lust auf so viele okay-Geschichten, obwohl die wirklich schon sehr gut war. Also ich muss sagen, für so eine Liebesgeschichte in Manhattan und dafür, dass sie ja, glaube ich, auch schon eine Spur älter ist. Ich glaube, sie ist ja bestimmt schon 10 Jahre alt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, noch nicht ganz, 2016. Aber fand ich wirklich gut gemacht. Ich werde die Reihe wohl nicht weiter verfolgen, weil sie mich dazu zu wenig gepackt hat und es am Ende halt doch einfach nur eine Liebesgeschichten-Wohlfühlreihe ist. Dennoch hat es mich gut unterhalten. Es hat Spaß gemacht, so sommerlich in dieses Feeling hineinzukommen und ich hatte definitiv meine Freude mit dem Buch. Aber es ist jetzt kein Highlight. Es ist nichts, was man gelesen haben muss. Aber vielleicht behalte ich Sarah Morgan einfach mal im Hinterkopf, weil mir ihre Art des Schreibens bis auf die Dialoge doch ganz gut gefallen hat. Und vielleicht ist da ja auch mal was Neues dabei, was mich irgendwie anspricht. Oder vielleicht habt ihr ja auch Tipps von Büchern von Sarah Morgan, die mich umhauen werden, dann sehr, sehr gerne. Aber ich merke doch immer wieder, dass das Genre wirklich eher was so für nebenbei ist, eher einfach mal was als Hörbuch ist, als dass ich da wirklich zu einem echten haptischen Buch oder E-Book greifen würde. Aber wenn ihr Tipps von Sarah Morgan habt, dann wirklich sehr gerne in die Kommentare. Sonst ist es wirklich eine Empfehlung, wer solche Geschichten super gerne mag, wer vielleicht sich auch mal in Manhattan aufhalten möchte, dem kann ich dieses Büchlein auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Das nächste Buch war dann und dann kam Lämmchen von Anne Hansen. Hinfallen, aufstehen, weiter grasen, wie mir ein kleines Schaf ganz große Dinge beibrachte. Das Buch habe ich in der Flow entdeckt und ich habe auch den letzten Lesevlog im Juli diesem Büchlein sozusagen gewidmet. Ich habe hier ausführlich drüber gesprochen. Ich packe euch den Blog auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Es war ein Rezensionsexemplar, worüber ich wirklich mich sehr gefreut habe und sehr dankbar dafür bin und ich fand einfach die Geschichte von Anne Hansen super spannend, die erst mit ihrem Mann in Berlin lebte, dann sehr krank wurde und dort gemerkt hat, okay, irgendwie passt dieses Leben weder zu mir noch zu meiner Krankheit. Sie dann ja im Grunde umgezogen sind in die Heimat und ja dort dann das Leben am Deich wieder für sich entdeckt haben und als dann die ersten Spaziergänge wieder funktioniert haben und sie ja hier auch die Natur genießen konnte, ist sie dann eben auf eine Schafherde gestoßen und es war windig, es war kalt und ja, sie trifft dann aber Lämmchen, ein sehr zutrauliches Schaf und ja, mit diesem Kennenlernen der Schafherde entdeckt sie eben, dass jedes Schaf so sein Individuum ist und eben seinen eigenen Charakter hat. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Und für mich war diese Geschichte wirklich ein absolutes Highlight. Sie hat mich wirklich umgehauen. Es war Tierliebe pur. Es war so schön, von Anne Hansen ihren Weg zu lesen, dass zwar die Krankheit natürlich ein Teil ihres Lebens war, aber sie eben ja in gewissen Zügen schon auch ja im Grunde eingenommen hat, aber sie sich davon hat nicht einnehmen lassen und sie immer wieder versucht hat, das Schöne im Leben zu sehen und die besonderen Momente zu genießen und wirklich die Spaziergänge, die Schafherde, die einzelnen Charaktere, wie toll ihre Familie und auch ihr Mann da im Grunde ihr eine Stärke waren und für mich war das eine ganz tolle Geschichte, die sprachlich wirklich sehr einfach waren. Wir haben hier Art Tagebucheinträge und ich fand eben ganz besonders toll natürlich ihre Tierbegegnungen und dann eben auch,
wo es um die Rettung von Lämmchen und gegebenenfalls auch anderen Schafen ging. Denn ja, die Schafe sind natürlich nicht da, um den Menschen Gutes zu bringen, sondern am Ende irgendwann beim Schlachter zu landen, so tragisch das ist. Und das ja, erzählt uns Anne Hansen hier wirklich sehr eindrücklich, sehr schön, ohne einen erhobenen Zeigefinger. Was ja sehr viele oft kritisieren, wenn es dann um die vegetarische, vegane Ernährung geht, das hat sie hier ganz warmherzig gemacht und das fand ich einfach toll. Also wirklich ein Highlight für mich, eine ganz tolle Geschichte, eine tolle Frau, die mich sehr begeistert hat mit den Dingen, wie sie die Welt sieht, wie sie sie beschreibt, wie sie die Tierliebe wahrnimmt und wie wichtig es eben auch einfach ist, manchmal in sich zu hören und auch diese Begegnungen eben als etwas ganz Kostbares zu sehen. Fand ich ganz, ganz toll. Ausführlicher, wie gesagt, in meinem Juli Vlog, aber ich möchte es natürlich auch im Büchermonat, im Monatsrückblick nicht ungesagt sozusagen ja, übergehen, sondern natürlich auch etwas Kleines dazu sagen. Es ging sommerlich weiter mit Sommerglück im Leuchtturm von Karin Könige. Könige, kein G, sondern ein CK, Könige. Ja, das ist der dritte Teil der Liebe, Leuchtturm und Vier-Pfoten-Reihe. Ich habe auch bereits die anderen beiden Bände der Serie gehört und war hier immer sehr gut unterhalten. Und auch hier hat mich natürlich das süße Cover sehr, sehr, sehr angesprochen. Überhaupt finde ich alle drei Cover mit Hase, Katze und diesmal Hund richtig, richtig süß. Und ja, gesprochen wurde das Hörbuch von Corinna Dorenkamp mit knapp 8 Stunden Hörzeit. Ja, finde ich das absolut perfekt gelesen. Ich mag sie als Sprecherin sehr gerne. Ich finde, sie kann diese... ja, Wohlfühlromane wirklich sehr gut sprechen, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und das E-Book gab es zumindest zur anfänglichen Zeit für 2,99 Euro und das ist wirklich auch ein absoluter Schnäppchenpreis. Das finde ich wirklich toll, wenn E-Books fast schon zu günstig für meinen Geschmack sind. Ich finde, so 4,99 ist ein absolut angemessener Preis für ein E-Book, aber 2,99 ist dann natürlich unschlagbar. Man kann alle drei Bände mehr oder weniger unabhängig voneinander lesen. Wir haben hier auch eher eine Serie als eine Reihe. Das heißt, der Leuchtturm ist eben so ein bisschen der Mittelpunkt der Geschichte. Und in den ersten beiden Bänden hatten wir eben Leute, die dort Urlaub machen. Jetzt hier im dritten Band sind wir auch wieder in Möwenitz, begleiten allerdings Lenja, die eben vor Ort auch einfach eine Einheimische ist, eine Einwohnerin in Möwenitz. Und das fand ich tatsächlich ganz schön, dass wir jetzt hier mal die Geschichte von jemandem erfahren, der eben direkt immer vor Ort ist und immer vor Ort war, als eben immer dieses Zugezogene, was natürlich auch seinen Charme hatte. Man kann es, wie gesagt, sehr unabhängig lesen. Die Charaktere der anderen Bände kommen so bedingt auch mal kurz vor, aber da ist nichts, was sich irgendwie spoilert. Von daher könnte man auch, wenn einem die Geschichte jetzt im dritten Band anspricht, auch die hier direkt lesen. Ja, wir treffen wie gesagt auf Lenja und die möchte neben ihrer Teestube zusammen mit ihrer besten Freundin eigentlich eine Wellness-Oase eröffnen, denn ja, die Wohnräume wurden frei. Allerdings wird aus dem Traum nichts, sie kann ihn nicht verwirklichen, denn die Vermieterin gibt diese Wohnräume, diese Ladenräume an Jannis, der daraus eben seine Arztpraxis macht, der eben sagt, okay, es scheint hier einen Bedarf an einem Hausarzt, Allgemeinarzt zu geben und er dort einsteigt. Ja, beide sind sich auf Anhieb wahnsinnig unsympathisch, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass er eben wirklich eher diese klassische Medizin abdeckt, während ja, Lenja eben doch öfter mal auch über Kräutertee spricht und Globuli und eben auch mal so andere alternative Dinge, wo sie eben sagt, die können unterstützen, nicht, dass sie heilen können, aber sie können unterstützen und das ist, ja, Jannis so ein bisschen ein Dorn im Auge. Dann passiert allerdings ein Unfall, ja, da ist auch der kleine Hund Fridolin so ein bisschen, was heißt kleiner Hund, ne, Berner Senner, Welpe Fridolin, so nicht unschuldig und auch Lenja nicht ganz unschuldig und so müssen sich beide ein bisschen zusammenraufen, zusammenarbeiten und ja, dann kann natürlich die Liebesgeschichte auch so ein bisschen ihren Lauf nehmen und ja, was soll ich sagen? Natürlich ist es eine Liebesgeschichte, man kann erahnen, wie das Ende irgendwie ausgehen wird, aber bei Liebesgeschichten, Wohlfühlroman, ist es ja für mich wirklich immer so, dass der Weg das Ziel ist. Und der Weg hier gefällt mir wieder richtig, richtig gut. Ich finde, dass Karin Könige wirklich ganz tolle Liebes-Wohlfühlromane schreibt und dass es hier auch wieder so eine ganz schöne Geschichte eben an der Ostsee ist. Es ist locker, es ist leicht und ich fand besonders Fridolin als Hund einfach großartig. Ja, jetzt bin ich ja auch schon seit über 2 Jahren auf den Hund gekommen und sowohl Katzen als Hundemensch und ich kann diese Liebe, die man einem Tier entgegenbringt, eben absolut nachvollziehen. Und das spüre ich bei Lenja, was sie für mich natürlich auch super sympathisch gemacht hat. Und natürlich dann auch Jannis, der so ein bisschen aus diesem schlecht gelaunten Arzt und was so ein bisschen in der Vergangenheit passierte, dann eben doch irgendwie
ja, dem etwas Gutes abgewinnen kann. Der Schreibstil ist locker, er ist leicht. Ich finde ihn sehr modern. Ich fand, er hatte authentische Dialoge. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass so Gespräche stattfinden. Es fühlt sich nicht an wie geschriebenes Wort, sondern einfach sehr echt und natürlich. Besonders schön fand ich es eben hier einfach eine Einheimische zu begleiten oder ja auch grundsätzlich ein bisschen mehr aus Möwenitz die Menschen kennenzulernen. Besonders Lenja fand ich richtig toll. Und so hat man natürlich schon einfach einen Unterschied zu jemandem, der als Urlauberin auf die Insel kommt oder an diesen Ort kommt, als eben jemand, der schon immer hier wohnt. Wir haben hier so ein bisschen alternative Medizin versus ja die ganz klassische Art. Ich finde, dass man hier schon ganz schön Vorurteile, Klischees und natürlich auch so eine Diskussion aufmachen kann. Das finde ich ja die Autorin richtig gut gemacht, dass sie das eben nicht zu aus hat atmen lassen, sondern es wirklich sehr, ja schon neutral gemacht hat, aber man eben merkt, okay, das eine schließt ja das andere in guten Dingen nicht auf. Es gibt unterstützende Dinge. Gerade mit Kräutertee kann man, glaube ich, in vielen Situationen einfach so ein bisschen unterstützen und dann eben die ganz klassische Medizin auch einfach so ein bisschen weiterbringen. Aber natürlich ist das nichts, wo man sagt, okay, ich nehme 3 Globuli und mein Krebs ist geheilt. Na, ich glaube, davor muss man wirklich sich einfach Vorsicht walten lassen. Ich fand es ein bisschen langgezogen, wie es so gegen Ende gegangen ist. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen nervig, denn für mich ist Mensch einfach mehr als sein Beruf oder seine Tätigkeit. Und ja, es gibt Menschen, die ja, sind vielleicht nicht mehr. Ne? Es gibt doch so den einen oder anderen Arzt oder Anwalt, der einfach seinen Beruf liebt, dessen Beruf auch seine Berufung ist. Und dann ist der einfach Anwalt und Arzt und nichts anderes. Aber das hätte ich hier persönlich nicht gebraucht. Gerade weil Lenja doch eigentlich auch viel mehr zu bieten hatte, als nur sich über ihre Globuli und Kräutertees zu definieren. Und das hat sie auch wunderbar im Mittelteil gemacht. Und gegen Ende hat sie so sehr an Dingen gezweifelt, wo ich mir dachte, wo kommt das jetzt her? Das hat zu dieser selbstbewussten, tollen Frau für mich nicht so ganz gepasst. Die Liebesgeschichte baut sich schön langsam auf, das möchte ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig gut. Auch die Dynamik, die die beiden so ein bisschen hatten, erst so ein bisschen das ja, Streiten, das Diskutieren, dann das Annähern, das Zusammenhalten, das Verstehen von des anderen Standpunkts, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, dass es tolle Gespräche gab, viel Kommunikation und dass dann eben so ein bisschen der Funke übergesprungen ist. Für mich hätte es ein bisschen mehr Funke sein können, aber es kam nicht zu spicigen Szenen, das finde ich persönlich ja immer schon ganz gut. Für mich war es schon richtig gut geworden, so ein bisschen mehr Funke hätte mir wahrscheinlich sogar noch eine Spur mehr gefallen. Aber ich glaube, der Grad am Kitsch war hier definitiv gut getroffen. Ja, ich mochte Lenja tatsächlich super gerne. Ich mochte ihre Gedanken, ihre Ansichten, wie sie auf die Welt geguckt hat, auch wie sie das so mit der alternativen Medizin so eingebaut hatte. Jannis war mir anfangs fast eine Spur zu grießcremig. Und man konnte nicht so richtig greifen, warum er so ist, aber er wurde dann lockerer, er wurde entspannter, er hat sich so ein bisschen in diese Region, in diese Menschen mit integriert und dann war er mir auch wirklich sehr sympathisch. Also diese Entwicklung hat Karin Könnicke wirklich richtig, richtig gut gemacht. Die Nebencharaktere waren ebenfalls gut gezeichnet. Man hat jetzt natürlich sehr greifbar die Charaktere auch hier gespürt, die ja sonst eher so Randfiguren waren, besonders was die Patienten angeht oder wir haben auch eine tolle Szene auf dem Markt. Und ich finde, da spürt man so diese einheimischen Dynamik richtig, richtig gut. Während ja sonst wirklich eher der Leuchtturm im Fokus stand. Und wenn sich dort Leute begegnet sind, ist das hier tatsächlich eher am Rand. Also wir sind auch eine Zeit im Leuchtturm. Aber eher drumherum spielt sich hier das Leben ab. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die anderen Charaktere aus den anderen Büchern kommen so ein bisschen vor, aber wirklich eher nur am Rande, was ich richtig schön fand. Und mein Highlight war einfach der Hund Fridolin. Ich muss wirklich sagen, dass hier das Tier wirklich den Fokus auch mit erhalten hat. Also wir haben ganz viel Hund, ganz viel Fridolin. Wir hatten im zweiten Teil auch schon recht viel Katze. Ich glaube, der Hase war so mit also im ersten Teil das Tier, was am wenigsten so in den Vordergrund getreten ist. Aber ich fand das so schön. So einen tapsigen, großen Welpen, der sich seiner Kraft und seines Elans einfach noch gar nicht bewusst ist. Und ja, jetzt wird Weasley ja schon 3 Jahre alt. Man merkt aber auch da, dass er manchmal noch gar nicht weiß, wohin mit seiner Kraft und seiner Energie. Und spätestens, wenn er sich so halb auf den Schoß quetscht, denkt man sich, ja, du hast, glaube ich, auch noch nicht verstanden, dass du eigentlich ein großer 30-Kilo-Hund bist. Und natürlich lasse ich dich bei 30 Grad auch so ein bisschen auf den Schoß.
Ist manchmal nicht so einfach, aber ich habe das sehr gefühlt. Und ich fand diese Mischung aus Liebesgeschichte, Wohlfühlroman an der Ostsee und eben auch so das mit der Tierliebe, ich finde das einfach eine richtig, richtig schöne Mischung. Ich werde auf jeden Fall die Bücher von Karin Königke ja, im Auge behalten. Bin sehr gespannt, ob es in dieser Leuchtturmreihe irgendwie weitergeht und würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn uns vielleicht noch das ein oder andere Tier über den Weg läuft. Ich weiß nicht, ob man noch ein Pferd vielleicht anbauen könnte, aber es wäre jetzt fast zu viel des Guten. Aber ich finde den Stil wirklich sehr gelungen und wer schöne Wohlfühlromane sucht zum Hören oder zum Lesen, der ist hier absolut richtig. Und dann kommen wir zu einem weiteren Highlight. Ich muss gar nicht lange drum herum reden. Ruthless Vows von Rebecca Ross. Ich blende euch das E-Book ein, denn ich habe es auch als E-Book gelesen. Ich habe lange überlegt, ob ich mir den zweiten Teil als haptisches Buch hole. Den ersten Teil, was ja für mich auch schon ein Highlight war, hatte ich ja von einer lieben Freundin ausgeliehen. Und ich finde die Cover von beiden Bänden wirklich wunderschön. Ich mag den tollen Buchschnitt mit diesen Briefen super gerne. Habe mich aber tatsächlich in die rote Ausgabe im englischsprachigen Raum sehr, sehr verliebt. Und ich glaube, dass die früher oder später bei mir einziehen darf, weil ich die richtig schön finde. Und ja, jetzt hätte ich sie natürlich in Englisch nicht gelesen, aber so fürs Highlight-Regal, ich finde, da kann auch so eine Highlight-Ausgabe durchaus dort stehen. Und ja, auch der zweite Teil hat mich begeistert, hat mich super gut unterhalten. Ich habe das Buch auch, ich glaube, in nicht mal so gefühlt 2 Tagen dann auch weggesuchtet. Es war super spannend, wie die Geschichte einfach weiterging und für mich war ja auch schon der erste Teil ein Highlight. Auch dazu gab es einen Lesevlog, auch den packe ich euch unten in die Infobox, wenn ihr vielleicht zum ersten Teil ein bisschen mehr erfahren wollt, wenn ihr es vielleicht noch nicht gelesen habt, macht natürlich auch ein bisschen die Eindrücke zum ersten Teil mehr Sinn. Ich werde hier auch nicht irgendwie den zweiten Teil groß spoilern, sondern einfach ein bisschen was allgemein zur Handlung sagen und wie mir dann natürlich auch der zweite Teil gefallen hat. Besonders schön war, das habe ich mir rausgeschrieben, war die Widmung, die ich hier einfach mal zitiere. Für all jene, die nach anderen Welten hinter Kleiderschranktüren suchen. Für die, die einen Brief schrieben und immer noch auf Antwort warten. Und auch für die, die von Geschichten träumen und Worte bluten. Oh, ist das schön. Also ein richtig, richtig schöner Start in das Buch mit dieser Widmung. Es hat Rebecca Ross schon so poetisch geschrieben, wie ihr Buch einfach weitergeht. Ja, die Geschichte, startet ja bei einem Götterkrieg. Es gab in der Vergangenheit verschiedene Götter. 2 Götter führen jetzt vermeintlich Krieg im Sinne von, dass sie eben erwacht sind. Wir haben einmal Dakre und Envar und dazwischen haben wir eben, ja, im Grunde eigentlich 2 Charaktere, die wir begleiten, die in der örtlichen Zeitung als eine Kolumne haben. Wir haben hier Iris, die auch gerade erst ihren Bruder an die Front verloren hat sozusagen. Er ist in den Krieg gezogen. Er hat sich berufen gefühlt, hier sein Land zu unterstützen. Und Iris lebt zusammen mit ihrer Mutter, arbeitet eben ja in der Zeitung, schreibt ihrem Bruder Briefe über eine Schreibmaschine, bekommt aber anfänglich keine Antworten und ahnt eigentlich schon sehr Schlimmes, was ihren Bruder betrifft. Wir treffen aber auch auf Roman, der ebenfalls in der Zeitung arbeitet und beide wollen dann eben den gleichen Posten haben, sodass sie eben Konkurrenten, Rivalen sind. Und wir merken aber recht schnell, dass Roman die Briefe von Iris durchaus erhält, denn es gibt magische Schreibmaschinen und die Briefe werden dann über Kleiderschränke oder Schränke, ich weiß nicht, ob es immer Kleiderschränke waren, im Grunde auch überbracht. Und die Briefe kommen eben über diese Schreibmaschinen, die miteinander aus der Vergangenheit verbunden sind. Das ist auch so das Fantasy-Element. Neben den Göttern haben wir eben auch so ein bisschen die Magie, was die Briefe angeht, was die Schreibmaschinen angeht. Und es entwickelt sich so dann eben eine Freundschaft zwischen den beiden über den Briefen, während sie aber im wahren Leben eigentlich Konkurrenten sind, bis eben Iris irgendwann als Kriegskorrespondentin weiterzieht und Roman ihr dann auch folgt und man merkt, dass sich da doch irgendwie eine Freundschaft aufbaut, wenn nicht gar über die Briefe sogar mehr. Doch dann passiert eben auch etwas relativ Schlimmes und der Krieg nimmt eben seinen Gang und da hat dann im Grunde so ein bisschen, ja, das ist so vielleicht die erste Hälfte des ersten Buches im Groben, dass eben Dinge passieren. Und dann haben wir einen sehr gemeinen Cliffhanger gehabt und der zweite Band spielt eben dann genau
zwei Wochen später, glaube ich, war es nach Band 1 ein und ordnet all die Geschehnisse so ein bisschen ein. Wir erfahren natürlich, wie es weitergeht, bekommen noch ein paar Hintergrundinfos zu dem gemeinen Cliffhanger. Und ich muss sagen, mir haben beide Bücher und auch der zweite Band wirklich großartig gefallen. Ich hätte es tatsächlich ja nicht erwartet beim ersten Band. Beim zweiten Band waren jetzt natürlich die Erwartungen auf jeden Fall auch sehr hoch. Aber es ist genauso emotional, es ist spannend, es ist packend. Ich liebe dem poetischen Stil von Rebecca Ross. Ich mag wirklich, wie sie Dinge beschreibt, wie, ja, welche wunderbaren Worte sie dafür findet. Es ist nicht so kitschig, dennoch es ist tiefgründig, es ist emotional, es hat mich zu Tränen gerührt und es ist eine ganz, ganz tolle Fantasy-Dilogie, die natürlich auch ein bisschen Romance mit inbegriffen hat. Und ich mag diesen Stil wahnsinnig gerne. Ich finde es toll, wie sie Charaktere zeichnet, wie tiefgründig ihre Entwicklungen sind, wie sie einen ans Herz wachsen. Ich mag Iris, ich mag Roman, ich mag die Nebencharaktere, die wir kennenlernen. Und ich fand das so, so, so schön. Und ich mag auch dieses ganze Weltbild mit den Göttern, wie das mit der Musik funktioniert und dieser Unterwelt. Und ich fand es toll. Ich mochte die Charakterentwicklung. Ich fand, dass wirklich die Handlungen sehr nachvollziehbar waren, wenn sie auch nicht immer vielleicht meiner Art entsprochen hätten. Aber ich fand es toll, wie uns das eben auch mit erklärt wurde. Ich mochte diese emotionale Bindung, die sowohl die Charaktere untereinander haben, als auch die wir dann im Grunde mit haben. Und das war richtig, richtig toll. Eine großartige Dilogie, die mich wirklich überrascht hat, die mich total begeistert hat, die mich sehr gefesselt hat, die mich auch emotional wirklich sehr mitgenommen hat, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil. Und ich fand es einfach wunderschön. Und es war so ganz viel Wohliges, Warmes und ja, es war einfach auch dieser poetische Stil und einfach wie Charaktere beschrieben wurden, Dinge beschrieben wurden, die getan werden, wie Dinge aussehen, wie Orte beschrieben wurden, wie Gefühle einfach in Worte gefasst wurden, einfach großartig. Also richtig, richtig toll, eine wunderbare Dialogie, die wirklich großen, großen Spaß gemacht hat, die mir wahnsinnig gut gefallen hat und wie gesagt, ich denke mal, dass der englische Band dann ja, bei mir wahrscheinlich ins Highlight-Regal wandern wird, weil ja die Reihe mich wirklich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Gehört habe ich Mut. Das Glück ist mit den Tapferen von Grime Holiday. Es ist mein erstes Buch des Autoren, war schon länger auf der Wunschliste gestanden. Ich glaube, es kam ursprünglich mal in der Flow vor oder in irgendeinem anderen Magazin und wurde auch mal in einem Podcast erwähnt. Und so ist es mal auf meiner Wunschliste gelandet und ich habe jetzt in meiner Urlaubszeit auch ein bisschen BookBeat und höre da eben auch so ein wenig, ein bisschen Hörbücher. Und so habe ich zu diesem Buch gekommen. Ja, Ryan Holiday ist Schriftsteller und brach mit 19 Jahren das College ab und schreibt seitdem nur noch ja, im Grunde Bücher, Artikel, ja, in Zeitschriften, Fachmagazinen. Und wir haben hier einen Auftakt einer Reihe. Soweit ich weiß, sind jetzt schon drei Teile da. Es wird wahrscheinlich auch noch einen vierten Teil geben. Denn es geht um die vier stoischen Tugenden. Und bisher, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob der dritte schon da ist oder sogar erst nur angekündigt war, aber soweit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ja, gesprochen wird das Hörbuch von Michael J. Diekmann. Ich fand, er hat das richtig gut gesprochen. Er hat das Sachliche sehr gut rübergebracht. Er hat es spannend vorgelesen, sodass eben auch die Theorie nicht irgendwie langweilig wurde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es ist die Beschreibung der vier Tugenden. Wir haben Mut, Mäßigung, Weisheit und Gerechtigkeit. Es gibt Prüfsteine des Guten laut Marc Aurel und Holiday zeigt uns in diesem Hörbuch so ein bisschen auf, wie sehr wir als einzelner Mensch oder auch als Gruppe in der Lage waren und natürlich auch sind und in der Zukunft sein werden, unsere Ängste zu überwinden und eben auch mutig zu sein, mutig zu handeln und was überhaupt eben Mut ist, was es bedeutet, auch mit Mut im Grunde zu handeln, Veränderung zu schaffen und es wird eben Mut benötigt, um Hindernisse zu überwinden, neue Orte zu erkunden, für das Wichtige und Richtige im Leben einzustehen, zu kämpfen und eben auch Veränderungen voranzutreiben. Und neben den Tugenden erzählt uns aber Ryan Holiday nicht nur etwas über den Stoizismus, sondern, oder er beschreibt ihn auch sehr gut, sondern wir erfahren auch einiges zur buddhistischen Philosophie und natürlich auch zur Persönlichkeitsentwicklung und wie da eben auch Mut eine Rolle spielt. Ganz egal, in welche Richtung es geht. Und es gibt sehr viele einzelne Beispiele, an denen uns ja das im Grunde erzählt wird. Das Thema Mut wird eben aus sehr verschiedenen Blickwinkeln ergründet. Es ist sehr spannend gemacht, wenn auch
ja, natürlich schon ein bisschen vereinfacht, würde ich jetzt sagen, damit eben auch so ein Laie wie ich das eben auch verstehen kann, nachvollziehen kann, sich nicht langweilt. Und dennoch gab es leider die ein oder andere Länge. Es ist schon ein sehr schweres Thema, dem man sich wirklich öffnen muss, wo man einfach mal so eintauchen sollte, um eben so ein bisschen mitzukriegen, in welche Richtung geht es, welche geschichtlichen Aspekte es eben gibt zum Thema Mut, wo das hinführt. Man kann, finde ich, aber der Geschichte und auch den Gedanken und den Blickwinkeln sehr, sehr, sehr gut folgen. Es gibt verschiedene Beispiele, die uns hier herangeführt werden. Und so hat man eben Geschichtliches, was tatsächlich sehr neutral betrachtet wurde, was mir sehr gut gefallen hat. Es hätte für mich aber auch einfach weniger detailliertere Fakten haben können. Also das muss ich schon ehrlich sagen. Es hat sich ein bisschen wiederholt, denn irgendwie ist natürlich Mut schon etwas, was in sehr ähnlichen Art und Weise in der Geschichte gesehen wird. Und ich finde immer so ein Blick nach hinten ist natürlich oft sehr ähnlich. Durch unsere Brille, wie wir jetzt sind, wo wir jetzt stehen, wie wir eben auch wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich glaube, viel spannender wäre es, den Mut im Hier und Jetzt zu beschreiben. Das ist aber natürlich einfach schwierig, weil ich glaube, wenn wir mutig handeln, wissen wir das in den seltensten Fällen. Also wahrscheinlich würden Kolumbus schon gewusst haben, dass es eine ganz schöne Portion Mut jetzt irgendwie braucht, da am Rande der Welt hinzusegeln, diesen neuen Weg zu finden. Oder jemand, der zum Mond fliegt, wird auch gewusst haben, okay, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen mutig, aber ich glaube, in dieser Situation selbst eher rückblickend betrachtet. Aber ja, so gab es doch so die ein oder andere Länge, beziehungsweise auch Wiederholungen. Es festigt natürlich so ein bisschen, wenn man erkennt, aus welchen Richtungen dieser Mut eben kommt. Aber es hätte für mich tatsächlich nicht so gebraucht. Mut ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich finde, dass das total unterschätzt wird, sowohl in den Epochen der Geschichte als auch in der Politik, als auch für jeden Tag, an dem wir als einzelne Person, als Individuum aufstehen und irgendetwas tun. Sei es eben für eine Sache einzustehen, sei es allein essen zu gehen, sei es das Leben so zu gestalten, wie man es für sich selbst eben einfach möchte. Und da merkt man, wie viel Mut tatsächlich alltäglich auch im Leben ist. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Ich fand es sehr inspirierend und ich mochte es sehr, wie dieses Thema Mut so aufgegriffen wurde, wie es beschrieben wurde und wie es so ein bisschen das Thema auch näher gebracht hat. Ich weiß nicht so richtig, ob mich die nächsten Teile anziehen, ob ich das spannend genug finde, mir hier ein Hörbuch anzuhören, aber ich werde das auf jeden Fall mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und auch wenn ich mir das Buch vielleicht so eine Spur anders vorgestellt habe, finde ich, dass das Thema Mut hier wirklich gut betrachtet wurde, gut zusammengeführt wurde und eben auch so für den Laien wie mich wirklich ein guter erster Einblick war, um sich so ein bisschen mit diesen ganzen Tugenden und dem Stoizismus so ein bisschen zu beschäftigen und da einfach mal so einen Blick hineinzuwerfen. Das war auf jeden Fall gegeben und auch gut vorgetragen von Michael J. Diekmann. Und ja, ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall mal auf die Wunschliste packen. Mal sehen, ob ich dann dazu greifen werde. Dann kommen wir zu einem Rezensionsexemplar, was mir vom Autor höchst selbst zur Verfügung gestellt wurde, und zwar Im Schatten der Stasi von Christian Thomas Richter. Christian habe ich letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Da hat er bereits schon erzählt, dass er an einem Buch arbeitet, um was es so im Groben geht. Und dieses Jahr hat er dann eben berichtet, okay, er ist fertig, das Buch wird herauskommen, und hat mir dann eben angeboten, ja, einfach mal in sein Buch hineinzulesen. Und so hat er mir das Buch dann auch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Thema Stasi und auch der ehemaligen DDR nicht sehr nah in dem Thema drin, habe mich damit nie irgendwie beschäftigt oder nur sehr wenig, was man vielleicht mal in so einer Doku irgendwie mitbekommt, und mir war vieles gar nicht so klar, bis ich dieses Buch gelesen habe, so ein bisschen diesen geschichtlichen Teil eingetaucht bin, auch ein bisschen was ergoogelt habe. Aber ich muss schon sagen, dass irgendwie die ehemalige DDR doch ein bisschen stiefmütterlich in der Geschichtenerzählung behandelt wird. Also wenn ich denke, wie viele Dokus es gibt und wie viele Geschichten es gibt aus dem Zweiten Weltkrieg, rundherum Aufstieg und Fall und keine Ahnung was, da kann man jeden Tag irgendwo sich die Doku anschauen, bin ich tatsächlich ein bisschen verwundert, warum man der DDR im Grunde nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt, obwohl das ja viel näher an unserer Zeit heran ist. Und ich glaube, man auch aus dieser Zeit und auch aus den Fehlern in dieser Zeit für heute, glaube ich, etwas lernen könnte, wenn man da einfach mal das auch aufarbeitet. Aber ja, vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig beschäftigt und stolpere zu wenig über Geschichtsdokumentation. Das kann durchaus alles sein. Aber ja, das so am Rande als Vorgeschichte, wie ich irgendwie vielleicht was irgendwie über die DDR wissen könnte oder sollte. Wir haben in der Geschichte zwei Zeitebenen. Zum einen haben wir die 70er Jahre, eben als die DDR noch aktiv war und eben auch die DDR war. Und dann sind wir Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2008, 2009,
2009 und sind eben in der ehemaligen DDR, also in Bereichen, die eben mal auch zu der DDR gehört haben, zum Beispiel Cottbus und auch die Umgebung. In den 70er Jahren, in dem geschichtlichen Teil, erfahren wir sehr viel über die Stasi-Arbeit und auch das Böse und die Machtgeilheit und dieser Machthunger und was so ein bisschen ja da die Motivation auch der Menschen waren, die zum Beispiel in der Stasi auch gearbeitet haben, wie hier mit Menschen umgegangen wurden. Und wir begleiten eben Einzelschicksale, unter anderem zum Beispiel auch von einem jungen Mann, der aus Mosambik in die DDR kommt und dort eben in der Fabrik zu arbeiten. Und wir erfahren, dass es eigentlich keinen Rassismus in der DDR gab, aber man eben ja die Gruppen auch nicht mischen wollte und so er zum Beispiel in der Fabrik eben zu anderen Tageszeiten gearbeitet hat, als die DDR-Bürger gearbeitet haben und wie es auch verächtlich betrachtet wurde, als er eben Freundschaft schließt mit einer jungen Frau und ja, was das so für Konsequenzen am Ende dann auch einfach hat. Und wir haben hier eben Einzelschicksale, nicht nur von dem jungen Mann, sondern auch von Frauen, von Familien, die dann später eben in den 2000er Jahren auch so ein bisschen ihren Knotenpunkt zusammenfinden. Also knapp 30 Jahre später spielen diese Charaktere und Menschen eben auch wieder eine Rolle. Und wir erfahren eben, was so ein bisschen aus dieser Geschichte herausgegangen ist, hervorgegangen ist und wie dann die Geschichte auch weitergegangen ist. Und das ist tatsächlich sehr spannend gemacht von Christian und ich mochte es tatsächlich sehr, hier Dinge einfach neu zu erfahren. Also wie gesagt, ich hatte keine großen Berührungspunkte in der Familie, im Bekannten, Freundeskreis zu der DDR. Ich selbst habe das nur am Rande mitbekommen. Ich bin Baujahr 1983, das heißt, ich kann mich auch nur grob an den Mauerfall erinnern. Ich kann mich an ganz viele Trabis in der Straße erinnern und dann eben, was irgendwie mal im Geschichtsunterricht erzählt wurde. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch gar nicht so aktiv damit beschäftigt. Natürlich, wenn man mal in Berlin ist, erfährt man so ein bisschen was zu dieser Teilung. Auch bei uns gibt es ein Dorf, was sehr bekannt ist, weil es eben in der Mitte geteilt war. Auch da hat man sich natürlich informiert. Aber dass man jetzt eben so persönliche Schicksale oder Erfahrungen erhalten hat, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich nicht. Fand es super spannend, was mir hier über die Stasi erzählt wurde, was mir hier über die Mosambik-Arbeiter erzählt wurde und eben auch, wie so dieses ganze Regime so ein bisschen an Macht, Bösartigkeit so funktioniert hat. Und ich habe dann tatsächlich auch gegoogelt. Ich fand das sehr gut, dass mich das dazu motiviert hat, denn wir haben hier schon einen sehr guten Spannungsroman. Es ist ein Debütroman, der schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht sprachlich holprig ist, aber ich muss sagen, gerade das erste Drittel in der Vergangenheit, das hat mich sehr gepackt. Dieser historische Teil war richtig gut gemacht. Er war düster. Es waren greifbare Charaktere. Es waren diese Einzelschicksale, die einen mitgerissen haben, mit denen man mitgefühlt hat, wo man Hass auf die Stasi-Mitarbeiter bekommen hat und man wirklich gemerkt hat, wie eindrücklich eingesperrt und was für eine Anspannung da geherrscht haben muss. Wahrscheinlich nicht jeden Tag, nicht im Alltag, aber ich glaube, wenn man in diesen Fängen irgendwie drin war, dann war das, glaube ich, schon Leben so irgendwie an der Grenze zu dem, was erträglich ist. Es gab für mich im Schreiberischen so ein bisschen einen Bruch, als wir dann eben in die Gegenwart, also in die 2000er Jahre kommen. Das kam für mich sehr plötzlich und wir hatten Charaktere, die irgendwie einfach da waren, die erwachsen waren. Ich hatte das Gefühl, die Charaktere so ein bisschen verloren zu haben. Natürlich erfährt man irgendwie den Bezug zu eben den Charakteren aus der Vergangenheit, aber es konnte für mich auch nicht so richtig dann Bindung zu den Charakteren in der Neuzeit sozusagen aufkommen, denn es waren sehr kurze Kapitel, es waren verschiedenste Sichtweisen, die auch alle sehr ähnlich geklungen haben. Es war manchmal nicht so spürbar, wo kommt die Motivation des Hasses her. Es war nicht so eindrücklich wie tatsächlich der historische Teil. Also das hat mir wirklich sehr, sehr viel besser gefallen und war wirklich sehr packend, düster und das hat so eben im zweiten, ab der Hälfte vermutlich auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen, war aber trotzdem ein guter Spannungsroman. Ich muss ehrlich sagen, mir war das Buch an mancher Stelle zu brutal und auch viel zu viel Sex und auch viel zu explizit. Das hätte ich persönlich nicht gebraucht. Ja, es steht Thriller vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ein bisschen Gewalt, die mir einfach zu eindrücklich war und Sex dann schon zu einem Thriller führen. Für mich wäre es eher so ein bisschen ein historischer Spannungsroman gewesen und ich persönlich hätte das nicht gebraucht. Zudem finde ich manchmal die Motivation Sex hinter Macht ein bisschen einfach, ein bisschen schwierig, ein bisschen banal. Ich glaube, dass hinter machtgeilen Menschen definitiv schon mehr steckt, als nur sie wollen hier Sex mit verschiedenen Frauen haben und deswegen sind sie in der Stasi. Ist natürlich jetzt hier auch einfach nur runtergebrochen, wie ich es empfunden habe. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgründigkeit gewünscht, denn ich glaube, es ist nicht alles immer nur so schwarz-weiß. Ich glaube auch, dass viele
da gearbeitet haben, weil ihnen vielleicht am Ende auch gar nichts anderes übrig geblieben ist. Aber natürlich für den Fortlauf der Geschichte wollen wir diese Schicksale nicht lesen, sondern hier geht es ja primär, dass wir uns auch um die Opfer kümmern. Und das, da sollte der Fokus drauf liegen und das hat Christian Richter auf jeden Fall richtig gut gemacht. Die historische Geschichte der DDR fand ich wirklich sehr spannend, habe mir tatsächlich auch ein bisschen was ergoogelt und dann auch auf YouTube so die ein oder andere Doku mir mal angesehen, fand ich wirklich interessant. Mir war vieles überhaupt nicht so bewusst, beziehungsweise hat man das schon mal irgendwie gehört und dann aber auch irgendwie wieder abgehakt. Wie gesagt, ich bin tatsächlich verwundert, dass wir über diese Geschichte, für mein Empfinden, ich weiß nicht, wie es euch geht, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, eigentlich viel zu wenig wissen. Ich fand es einen guten Debütroman. Ich fand wirklich das erste Drittel wirklich nahe eines Highlights. Es hat dann einfach so ab der Mitte ein bisschen nachgelassen. Es war schon ein guter Spannungsroman, der manchmal ein bisschen holprig war, vielleicht zu schnell war, so ein bisschen zu schnell auch zum Ende dann kommen wollte, die Fäden so ein bisschen lose gelassen hat, manchmal, sodass die Spannung ein bisschen rausgekommen ist, der Bezug zu den Charakteren ein bisschen weniger war, aber alles in allem für ein Debütroman wirklich sehr gut gelungen. Wer gerne historisch liest, wer Spannungsromane mag, wer vielleicht tatsächlich auch mal in dieses DDR-Thema eintauchen möchte, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Es sollte sich nur bewusst sein, dass wir wirklich schon brutale Szenen haben und auch Charaktere, die wir wirklich abgrundtief hassen können, wenn auch, wie gesagt, sehr schwarz und weiß. Und auch ja, der explizite Sex, das muss man auch schon sagen, das muss man einfach mögen, beziehungsweise gerne mal lesen, aber sonst ist das wirklich ein toller Debütroman und ich freue mich schon auf das zweite Buch von Christian Richter, was er mir schon angekündigt hat, als wir jetzt Austausch darüber hatten und er sagt, er sitzt da an etwas und da bin ich schon mal sehr, sehr, sehr neugierig und auch gespannt. Und das waren sie jetzt auch schon, die ersten 8 Bücher des Julis. Wie man sieht, tatsächlich die 2 Highlights direkt zu Beginn des Monats. Natürlich auch so ein bisschen das Abbruchbuch, über das ich mich echt sehr geärgert habe, weil ich da echt die Bücherbüchsenausgabe so, so, so schön fand. Aber mittlerweile ist das Buch auch gut untergebracht, was mich dann auch sehr gefreut hat. Und über die Highlight-Bücher, ja, das eine habt ihr ja schon im Vlog gesehen und bei dem anderen war fast zu erwarten, dass mir auch der zweite Teil gefällt. Die nächsten 8 Bücher folgen dann in der nächsten Woche. Wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal, dass ihr da das nächste Video nicht verpasst. Und wenn das Video dann schon da ist, verlinke ich es natürlich auch in der Infobox. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit meinem ersten Teil des Büchermonats. Schreibt mir doch gerne euer Highlight oder euren Flop in die Kommentare. Lasst uns da gerne den Austausch gehen, auch wenn ihr natürlich eins der 8 Bücher schon gelesen habt. Auch dann können wir uns natürlich super gerne darüber austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.